Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Foodtour. Wir wollen gar nicht so viel quatschen. Wo sind wir? Wir sind hier bei Luna Holdak. Hier gibt es Baba Chicken, guck mal. Ja. Spicy Sojasauce, hot and crispy. Oha. Alles ist das Herz. Also essen wir jetzt Chicken. Ja. Was sagst du dazu, Amir? Ich hab richtig Hunger, Bruder. Okay, rein in den Laden. Amir, ich kriege ein bisschen Malta-Vibes. Mal gucken, ob die Chicken Wings mithalten werden. Ich hoffe es. Wir nehmen einmal Hot and Spicy. Wir nehmen einmal Seasoned Spicy Chicken. Das ist eine Tomatensauce mit Gewürzen und sowas. Und was nimmst du? Sojasauce. Wir haben uns als Vorspeise ein bisschen Mais, Ketchup und keine Ahnung, was das hier sein soll. Eiswürfel, Zuckerwürfel, Mango, keine Ahnung. Niemand weiß. Schmeckt nicht. Unser Essen ist da, Leute. Leider haben wir einen Fehler gemacht. Wir dachten, wir haben Wings bestellt, aber man muss das vorher sagen. Das ist Sojasauce, das ist Spicy Season und das ist Spicy. Okay, let's go. Fang an, Amir. Hammer. Das ist Knoblauchsoße, ne? Das ist Knoblauchsoße. Unglaublich. Boah. Boah. Auch krass. Das ist spicy. Boah, ist das geil, Alter. Das schmeckt wirklich sehr, 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 sehr lecker. Pommes? Ketchup. Burger. Pommes auch. Bombe. Guck mal, das sehe ich auch zum ersten Mal. Man kann einfach hier drauf drücken, dann klingelt das da vorne und dann kommen die hin. Die Bs. Es war sehr, sehr lecker, aber wir haben nicht aufgegessen, weil die Portion einfach viel zu groß ist. Eine Platte wird schon für zwei Personen reichen, ohne Witz. Wir haben das echt unterschätzt. Ja, aber wir nehmen alles mit und essen das später zu Hause. Machst du das? Also, wir haben Bock auf Waffeln bekommen. Sehr, sehr cooler Laden. Shiny, miny. Na, der Herr. Hallöchen. Wir essen jetzt was Süßes, denn nach jedem Essen braucht man einen Nachtisch. Hier gibt es Crepe und Waffeln. Mit was isst du dein Crepe? Nutella. Das ist fast wie bei Mc's hier. Oder Bürgeramt. Oder Bürgeramt, genau. Wir warten gerade auf unsere Waffel und unser Crepe. Jetzt können wir unser Arbeitslosengeld abholen. Los. Ich hoffe, die Beamtin ist sympathisch. Was haben die da? Hier haben wir eine Oreo-Waffel mit Creme. Ich bin gespannt. Die Waffel ist von außen ein bisschen zu hart, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Crepe mit Nutella, Sahne und Fruit Loops. Ja. Und Banane. Geil. Probier mal. Lecker. Okay, Amir, ey, hofft das auch, dass du jetzt noch einmal reinbeißt. Chill mal, hallo. Bleiben Sie stehen. Der Inhalt ist schön weiß mit der Creme. Der Nutella schmeckt auch, Baba. So wie gesagt, dass es hart ist, das ist mehr als hart. Das ist Backstein. Ah, lecker, ist gut. Ja, Mann. Aber wer weiß, wäre Hammer gewesen. Angekommen bei Pilates. Das hört sich nach Sport an. Das ist das nicht? Ach so, oh. Hey, wie heißt der Laden? Ungarde. Der Laden heißt Ungarde. Ungrade. Hier werden wir jetzt Nudeln essen. Ich bin gespannt, Digga. Wenn Nudeln hier nicht schmecken, wo denn sonst? Okay, okay, okay. Sieht cool aus. So, dann schauen wir mal, was die Brüder drauf haben. Leckeres Schwein. Spaß. Wir werden uns das hier bestellen. Das sind Nudeln, Käsebacken mit Hähnchen, Kartoffeln, Gemüse und so ein Kram. Das wird auf jeden Fall geil. Das teilen wir uns jetzt zu dritt. Und was trinken wir dazu, Amir? Fanta. Ja, alle trinken Fanta. Fanta in Korea schmeckt anders gut. Guck mal, was in Korea krass ist. Man kriegt immer Wasser dazu. Wow. Hier haben wir unsere Fanta. Schönen Salat. Boah, das sieht gut aus. Ich bin einfach auf meinen eigenen Kanal der Kameramann. Mies geil. Echt? Schmeckt nicht. Schmeckt dir nicht? Ist okay. Mach mal deine Hand unter den Tisch. Dieser Tisch ist wie von Apple. Stäbchen? Stäbchen? Loffel? Ja, Loffel. Okay, hier haben wir einen frischen Salat, den unsere These hier gemacht hat. Unsere Jenge. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Eins muss man den Koreanern lassen. Egal wo du isst, es schmeckt immer sehr frisch. Okay, meine Damen und Herren, es ist da. Für was ist diese Gabel, Melissa? Gabel? Ja, ist doch eine Gabel. Ach, Schere. Junge, was ist los mit mir, Alter? Ich hab aus Schere Gabel gemacht. Die Schere ist, um die Nudeln zu schneiden, weil die sind sehr lang. Oha. Okay, zeig mal. Wow. Meine Damen und Herren, es sieht sehr, sehr, sehr appetitlich aus und es riecht auch sehr, sehr lecker. Es riecht richtig lecker. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wallah, Amir, mein Löwe. Wallah, Bilder, mein Löwe. Aiwa. Das sind jetzt Glasnudeln, ja? Hab's richtig verstanden? Stimmt. Judge mich nicht, Leute. Habt ihr was dagegen, wenn ich die Zange in meinen Mund nehme? Ja, aber lutsch schon nicht dran. Digga. Okay, also was mir direkt auffällt ist, die Nudeln schmecken ganz, ganz anders. Hast du schon mal Glasnudeln gegessen? Nee, noch gar nicht. Zum ersten Mal jetzt? Digga, das ist sehr kompliziert zu erklären. Die schmecken einfach leer. Also vom Bissverhalten im Mund ist es sehr, sehr anders. Mal gucken, wie das Hähnchen schmeckt. Aber gegen das Hähnchen kann man hier in Korea eh nichts sagen. Das schmeckt nicht beim Geilsten hier. Na. Geil. Hähnchen ist top. Ich habe in meinem Leben noch nie so weiches Hähnchen gegessen. Was Gemüse kochen und sowas angeht, haben es Koreaner wirklich drauf. Glasnudeln
leider nicht so meins. Mal gucken, wie es dir schmeckt. Unser Profi ist mit Stäbchen. Ich glaube, du wirst dasselbe Gefühl wie ich haben. Also es schmeckt jetzt auf keinen Fall schlecht, aber es ist ungewöhnlich. Boah, das schmeckt geil. 9 von 10. Ehrlich, ja? 9 von 10. Also du würdest nochmal essen? Auf jeden Tag. Schmeckt gut, aber ist halt so chewy. Also man muss länger kauen als normale Nudeln, würde ich sagen. Ist halt ein bisschen chewy, aber weißt du, was ich meine? Bisschen chewy, bisschen slack. Ich habe jetzt nochmal eine Portion Reis bestellt, Leute. Noch. Du willst, glaube ich, in einer Woche deren Reis probieren. Jetzt ja, ist es soweit. Ich bin gespannt. Anderes Level, Bro. Vor allem mit dieser Soße und so, diese Flüssigkeit, diesem Gemüse. Sehr, sehr lecker. Was essen wir jetzt als Nachtisch? So ein Eis, es gibt Schoko, Vanille und Erdbeer. Ja. Und drumherum ist Marshmallow. Erdbeermarmelade. Okay, los geht's. Mal Koreaner bestellt. Wie cool sieht das hier einfach aus, Bro? Ist einer der coolsten Orte, wo ich jemals war in meinen Videos, also was die Optik angeht. Okay. Der Ehrenmann hat viel bezahlt. Die konnten nur mit Karte zahlen und die kann man halt nur mit Bar zahlen, deswegen haben wir denen das mal gegönnt. Witsche, kein Problem. No problem. Vanille und Schoko. Vanille und Schoko, ja. No problem. Nimm den Islam, Mann. Spaß. Ich habe noch nie jemanden so dankbar gesehen, ohne Spaß. Normalerweise nehmen wir sowas nicht auf, aber ihr wisst doch so. Ah, mir hat spontan die Kamera angemacht. Einmal Ehre mal in die Kommentare, bitte. Einmal heuchelt in die Kommentare. Jetzt braten die das so ein bisschen an. Ist es jetzt Eis oder einmal Marshmallow? Es ist wahrscheinlich am Anfang hart, dann wird's weich und dann wird's richtig weich. Weißt du, meine? Wolltest du mich anziehen oder was? Das arme Tier wird hier ausgenutzt. Hat jemand SpongeBob bestellt, der gebraten wurde? Ich bin gespannt. Meins ist mit Vanille und deins ist mit Schoko, ne? Ja. Let's go. Oh, ja, beißt einfach trocken rein. Ja, wie soll ich sonst machen? So langsam erstmal eine Marshmallow genießen. Langsam? Also wie ich es mir schon vorgestellt habe, am Anfang ist es ein bisschen karamellisiert, es ist nicht hart. Du beißt rein, kriegst ein bisschen Marshmallow in deinen Mund und dann kommt auch schon das Eis. Ist eine geile Kombination und die Konsistenz ist auch sehr nice. Das Ding ist, diese Konsistenz täuscht meinem Gehirn. Das ist weich, dann wird's hart, dann wird's kalt, dann wird's warm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das spielt so mit meinem Gehirn gerade ein bisschen, aber schmeckt sehr, sehr geil. Ich bin schon hardcore satt, ich verstehe nicht, wie dieses Mädchen so viel essen kann. Ich will jetzt noch Pizza essen hier. James Chicago Pizza. Ich bin gespannt. Der Teig soll hier sehr dick sein und hier schmeckt wohl die Käsepizza an mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich das in diesem Video schon gesagt habe, aber wie kann jeder Laden hier cool aussehen? Abgesehen vom Müll. Ich frage mich gerade, ob das eine Pizza ist oder Tomatensuppe. Guck mal, wie dick das ist. Junge, Alter. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr, aber ich habe Bock bekommen, Bro. Isst man die hier mit der Hand oder mit Messer und Gabel? Ich liebe mit Messer und Gabel, weil die zu fett, weißt okay. Du? Da ist ja ein bisschen Pizza in deiner Käse. Das ist geil. Das kann man gar nicht mehr Pizza nennen. Das ist einfach ein Käseberg. Wie schmeckt das denn? Bruder, schmeckt sehr intensiv. Da drin sind auch noch Zwiebeln und der Teig ist auch schön weich. Dann noch so ein billiger Käse. Gibt nichts Geileres, Alter. Oh, Joa. Mein Löwe, mein Bär fetzt gerade alleine eine Pizza. Was Schladger an ihm. Boah, Junge. 100% Smash. Auch im Teig ist Käse. Ey, die Pizza ist wirklich Hammer. 10 von 10. Soll ich mal was sagen? Schmeckt sogar besser als die originale italienische Pizza. Saftig. Okay, wir sind in einem Café gelandet. Und hier werden wir uns jetzt einen Onkelkuchen bestellen. Wie kannst du so viel essen, Mann? Wir machen hier immer alles familiär. Wir teilen alles durch 7. Boah. Boah, das ist krass. Echt? Das ist wirklich mit Abstand der geilste Kuchen, den ich je gegessen habe. Niemals. Der beste Kuchen der Welt. Und wie hat es dir geschmeckt, Melissa? So, jetzt werden wir Lammspieße essen. Das Besondere hier ist, es ist alles halal. Guck mal, nimm mal auf. Und hier gibt es sogar einen Gebetsraum, oder? Guck mal. Wichtig. Wie heißt der Laden? Tütbakke Yankuchi. Hab ich doch gesagt, Tütbakke Yankuchi. Tütbakke Yankuchi. Es riecht wie beim Türken. Wallah. Fregessen. Fregessen. Salam alaikum. In diesen professionellen Aufnahmen habt ihr gesehen, hier kann man sein Fleisch selber grillen. Mein Löwe, mein Bär hinter der Kamera ist ein Masterchef, ein Mastergriller. Er wird heute unser Lammfleisch braten. Habibi. So, jetzt hat Ahmad uns Kohle gebracht. Unsere Shisha. Wow. Vielen Dank, Ahmad. Also, das ist eine sehr interessante Erfindung. Die Dinger drehen sich einfach von alleine. Okay, mein Löwe, mein Bär hat die Gewürze bestellt. Er wird jetzt sein Lammspießchen würzen. Zeig was drauf, was an mir. Was Schladger annehmen. Salz ist ganz, ganz wichtig. Harun, du hast wieder gezaubert. Wow, Harun. Mein Löwe, mein Bär. Wow. Pasch Lajah nehmen. Pack es endlich auf den Grill. Was sagst du, Harun? Sind die fertig? Pasch Lajah nehmen. Okay. Also Geruchtest bestanden. Mal gucken, was der Geschmack ist. Krop, siehst du es krop wie Honig? Es ist heiß. Boah, Bombe. Ja. Wieder Bombe. Siehst du, wie es tropft? Ja. Genauso juicy ist es auch im Mund, Bruder. Ganz krass. Soll ich mit dir eine Wette machen? Erzähl. Das werden deine besten Lammspieße, die du gegessen hast. Niemals. Oh mein Gott.
Schmeckt das so frisch, als hätten die heute die Kugel diesen Lamm geschlachtet. Richtig, richtig lecker. Ich fühle mich wie zu Hause. Traditional türkisch Restaurant, einfach türkische Musik, Helal und meine türkischen Brüder. Wir werden jetzt Döner testen in Korea, meine Damen und Herren. Das ist unser Dönerspieß. Hähnchenspieß und Kalbspieß. Was essen wir mir? Kalb, auf jeden Fall. Kalb, natürlich. Mein türkischer Bruder hat uns ausgesehen ein Dürüm gemacht, obwohl ich mit Pida haben wollte. Aber weil das mein türkischer Bruder ist, kann ich nicht meckern. Weil ich meine, wir haben dasselbe Blut, Junge. Bruder, es kann doch nicht sein, dass er einfach alles schmeckt, Bro. Er ist überdurchschnittlich gut. Er hat 8 von 10, frisches Brot, wichtig, Fleisch ist gut, kann man machen. Komm, Jan, ich zeig dir jetzt was, Moment. Ja. Slay. Die sind keine Arbeiter und hier ist überall Eis und auch Ramen. Ah. Selber hier bezahlen. Oha. Oder Carbisonne. Ey, eine Carbisonne will ich davon. Guck mal, wie cool das aussieht, Bruder. Einmal bitte scannen. Aha. Dann hier Carbisonne. Ja. Dann machst du Karte Kjolce, Karte. Okay. Packst du Karte so weit? Geht die Carbisonne heute auf dich? Ja. Dankeschön. Jan, pass auf! Der frisst dich auf! So, mal gucken, wie die Carbisonne schmeckt. Zack. Wow. Viel besser als in Deutschland. Das ist die beste Carbisonne der Welt. So, Sauer Sauce. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um keinen Content aus Korea mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf.